Wir spielen heute Quiz-Duell. Wunderbar. Und nicht zu zweit, nicht zu dritt. Nein, wir sind zu viert, weil wir ein wunderbares Comeback haben. Der Quizmeister aus der zweiten Folge, glaube ich, ist zurück. Hartmut Bart. It is me. Wir spielen Quiz-Duell. Das heißt, wir spielen Jetpunk-Quizzes gegeneinander. Das sind so Quizzes auf einer Seite, die immer so 5 Minuten gehen. Spielen wir getrennt voneinander. Gucken am Ende, wer am meisten Richtige hat. Erstplatzierte kriegt immer in dem Fall 3 Punkte. Zweiter kriegt 2. Dritter kriegt 1. Und der vierte kriegt 0. Und am Ende gucken wir, wer am meisten Punkte hat, und der ist dann der schlauste Mensch der Welt der Woche. Das erste Quiz, was wir spielen, ist Käsesorten und ihre Herkunftsländer. Aber jetzt nichts gegen dich, Lumi, ne? Na, weil du auch Veganerin bist. Ach so. Naja, aber man kann ja Käse kennen, ohne den Käse zu essen. Das stimmt. Außerdem kenne ich doch auch dich, Bröki. Ich kenne auch kein Gemüse, ohne es, also weil ich es nicht esse. Okay, wollen wir? Ja! Rein! Ja. Käsesorten und ihre Herkunftsländer. Esrom habe ich noch nie gehört. Gouda, würde ich denken, dass ich es weiß. Munster, Panier. Oh, Panier klingt nach Indien. Halloumi zum Beispiel. Klingt jetzt natürlich erstmal nach Zypern. Vielleicht aber auch nach Indien, ne? Kann ja alles sein. Jarlsberg, Panier, Roquefort, Gouda. Das ist auf jeden Fall die Niederlande. Was muss ich machen? Ich weiß nicht mehr, wie diese Seite funktioniert. Munster. Das muss ich jetzt einteilen, wo der herkommt. Es klingt, als würde er aus Münster kommen. Aber wahrscheinlich hier so Schweiz, Deutschland. Boah, I don't know, man. I guess Munster, Dänemark. Falsch, perfekt. Emmentaler. Ah, ich kann auch hin und her gehen. Emmentaler kommt aus safe aus der Schweiz. Esrom, Manchigo, Appenzeller. Boah, Appenzeller klingt so nach Deutschland irgendwie oder nach so Schweiz oder so. Brie. Brie ist Frankreich, oder? Ja. Roquefort, ein Appenzeller, ein Cheddar. Woher kommt Cheddar? Ist es nicht... Nee. Feta... Klick mal auf Griechenland. Gorgonzola ist wahrscheinlich Italien. Edammer ist wahrscheinlich Hollandses. Nee, hatten wir schon, oder? Gibt es mehrere Leute, die Holland sind? Wahrscheinlich, ne? 18 Käse insgesamt? Ja. Brie ist Frankreich. Emmentaler war, glaube ich, eher Schweiz. Dann haben wir Jarlsberg, Junge. Das klingt hart nach Dänemark. Perfekt ist es nicht. Gorgonzola. Das ist ein Pelmon, das kenne ich. Boah, ich darf nicht so lange überlegen, ne? Gorgonzola. Spanien, perfekt. Edamer, Deutschland, perfekt. Gouda, Deutschland. Camembert, Frankreich. Puh, God bless. Harzer Roller. Harz ist in Deutschland, oder? Ja, Gorgonzola ist Italien. Halloumi, boah, das ist eine gute Frage. Also Spanien, Zypern, maybe. Edamer. Eta ist Griechenland, Pecorino, Munster, aus Deutschland, ne, scheiße, Roquefort, das klingt nach Frankreich, Camembert klingt auch nach Frankreich, Jarlsberg, nach Deutschland, Emmentaler, das klingt alles nach Deutschland, Alter. Pecorino will ich halt instinktiv auf Italien klicken, aber vielleicht bin ich dumm und ist Spanien. Gorgonzola, Manchego, Jarlsberg klingt nach, was haben wir denn hier, Norwegen, Dänemark. Boah, Norwegen oder Dänemark? Ich sag Dänemark. Scheiße. Manchego, da hab ich gehört. Camembert ist Frankreich. Cheddar, würde ich behaupten, ist Großbritannien. Esrom, Norwegen, wenn ich nicht falsch liege. Ach du, ein Kind. Munster, könnte Deutschland sein. Harzer Roller, klingt sehr deutsch. Geil. Lumi kenne ich, mit der streame ich gerade. Halloumi ist doch eher... Okay, das, was ich dachte, was ist, ist gar nicht drin. Indien dann, maybe? Oder Griechenland? Griechenland oder Indien? Halloumi? Griechenland, oder? Das ist doch irgendwas Europäisches. Perfekt, auch inkorrekt. Ich wüsste gerne, was es ist. Appenzeller Schweiz. Wo kommt Gouda her? Kommt Gouda aus Dänemark, maybe? Scheiße. Esrom klingt so voll nach Norwegen. Scheiße. Manchego klingt nach Spanien. Appenzeller klingt nach Schweiz, habe ich gesagt, ne? Cheddar klingt, ja, Niederlande oder Frankreich, maybe? Scheiße. Halloumi. Indien. Auch nicht, fuck. Ist Halloumi aus Zypern? Geil. Camembert, Frankreich. Harzer Rolle, Deutschland. Brie, Frankreich. Gouda, müsste Schweiz sein oder nicht? Nee. Es ist, okay, pass auf, Jarlsberg. Jarlsberg ist Dänemark eventuell oder Norwegen. Und ich nehme, weil wir noch nicht Dänemark drin hatten, Dänemark. Du kleine Roquefort. Könnte wieder Frankreich sein, aber ist wahrscheinlich eher die Schweiz. Edammer ist auch Netherlands, right? Oder ist es Schweiz? Geil. Pecorino? Oh, Pecorino.
Könnte das Französisch sein? Nö. Feta, Griechenland. Harzer Roller, Deutschland. Cheddar, Frankreich. Schade. Manchego. Oh, mein Essen ist da. Ich gehe jetzt kurz durch. Manchego ist Frankreich. Brie ist Schweiz. Roquefort ist Frankreich. Panier, Italien. Esrom, Zypern. Edamer, Deutschland. Scheiße, Pecorino. Italien, Jarlsberg, Deutschland. Scheiße, Emmentaler, Deutschland. Schweizer Emmentaler, Panier. Habe ich noch nie gehört. Müsste ich raten. Einer verbleibend. Wo kommt Panini her, Leute? Panier. Ich weiß nicht, was es ist. Panierkäse? Panierungskäse? Der kommt aus Dänemark. Scheiße. Munster. Ich sag einfach mal Niederlande. Ist auch falsch. Scheiße. Roquefort. Mann, jetzt bin ich raus. Das habe ich schon reingeschissen. Appenzeller, Deutschland. Ist auch falsch. Kenne ich mit Käse nicht aus. Pecorino. Ist Italien. Gorgonzola. Woher ist Gorgonzola? Manchego. Spanien. Edamer. Deutsch. Ist auch nicht. Emmentaler. Deutschland. Das klingt alles Deutsch oder Schweiz. Esrom. Keine Ahnung. Wir haben hier irgendwas Esrom. Ich klicke hier einfach auf Norwegen drauf, weil ich nicht weiß, was sonst aus Norwegen kommt. Roquefort, Frankreich, Cheddar. Woher kommt Cheddar? Großbritannien? Ich dachte, Cheddar kommt aus Irland. Ja, Gorgonzola. Oh, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Manchego. Munster. Klingt deutsch. Munster klingt deutsch. Appenzeller klingt deutsch. Du kleiner Wichser. Pecorino ist Italien. Ja. So, jetzt haben wir noch Halloumi. Halloumi. Würde ich zum Döner gehen und dann sagen, hallo, ich hätte gerne einen Döner und einen Halloumi-Döner. Dann würde er dann sagen, jo, da habe ich was aus Indien für dich. Oder würde er sagen, jo, da habe ich was aus Zypern für dich. Und ich glaube, kulturkreistechnisch ist es eher zypriotisch. Ja, Indien ist Panier. Geil. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, manche hätte man erraten können, so von der Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Aus welchen das Ländern habe ich genau so gemacht. Aber ja. Ja. Also ein paar habe ich, glaube ich, gut gekriegt und ein paar war ich übel lost. Ja, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Ja. Oh, ich habe 10. Ja, aber 6 nicht gewusst, weil nämlich Bart ein Witzgeil ist. Ein Witzgeil. Ah. Nee, ich habe wirklich 6. Richtig. So. Okay. Ja, ich musste aber auch mein Essen annehmen. Also ich habe am Ende einfach nur irgendwo drauf geklickt, damit ich mein Essen bekomme. Oh, na gut. Ja, Commander Brückmann, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe 12 erwischt. Du hast 12 erwischt? Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung gewesen, dass ein Appenzeller aus Deutschland kommt und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das vielleicht nicht so schlau. Ich gehe mit Lumi mit, ich habe auch 10. Ah, der Käse, der ist mein Reich. Lass uns nicht darüber reden. Also alle pflanzlichen Proteine, die in Frage kommen würden. Lass drüber reden, dass Brücke jetzt 3 Punkte gekriegt hat und für die Leute, die verwirrt sind, bei mir gibt es nämlich ein paar gerade. Lumi und ich teilen uns ja quasi 2 und 1 Punkt auf, weil wir Zweiter und Dritter geworden sind. Na, deswegen kriegen wir beide einfach 1,5. Das ergibt Sinn. Ja, das ergibt Sinn. Bart kriegt 0, aber kann ja noch was werden. Für die Leute, die verwirrt sind, warum bei mir 0 Punkte steht, ich mache No Death Run. Das heißt, das wird bei mir auch bei 0 bleiben in diesem Stream. Das nächste Quiz ist Städte auf Gemälden. Wir gehen rein. Gemälde auf den Zeichnungen, als Hilfe sind die Künstler das Entstehungsjahr angegeben. Das ist wirklich gar keine Hilfe. Also for fucking real ist das keine Hilfe. Was bist du denn wohl? Das kann halt irgendwie fucking everything sein. Also wirklich, I'm so sorry, guys, aber ich kenne Städte auch zu wenig. Ich mach mal den hier, mach ich mal Shanghai. Okay? Man kann halt, ach so, man kann einfach durchraten. Oh, dann ist ja easy. Also ich sehe hier schon, dass das vielleicht jetzt nicht das beste Quiz werden wird für mich, aber das ist okay. Ja, das hier sieht zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner. Ich würde mal vorausgehen, dass wir hier Berlin sehen, ne? Das hier ist ja hoffentlich New York, oder? Ja. Was ist denn das hier? Venedig, Rom. Was gibt's noch in Italien? Fuck. Keine Ahnung, Mann. New York, I guess. Perfekt. Das hier sind übrigens die Städte. Ich habe es so ein bisschen abgeschnitten, aber ich will einfach nicht, dass ihr die ganze Zeit Werbung nebenbei gucken müsst. Ich hoffe, das ist okay. Das hier ist doch bestimmt irgendwie... Warte mal, ist das Deutschland? Also ist es Berlin oder so? Nee, ne? Ernst wie Kirchner. Wahrscheinlich kennt man die. Ist es Rom oder sowas? Okay, das ist London. Oder? Ist das irgendwie so... Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich hab legit keine Ahnung. Das ist London. Nee. Hä? Das, also die Bilder sind jetzt aber auch nicht wirklich krass gemalt. Und das hier, Bruno Nikowski. Keine Ahnung, Rio. Rio Schmio. Das hier ist Paris. Marc Chagall. Hier haben wir Moskau. Was gibt's noch für Städte? Ist Rhodos eine Stadt? Sieht sehr griechisch aus, no? Oh, das ist einfach Rom. Sag ich ja, die Griechen. Muhammad Abdallah.
Babylon. Wie heißt die Stadt nochmal? Leute, kann das nicht. New York. New York. Ulrich Hübner. Münster. Das ist nicht Münster. Das ist schlecht. Das ist Peking? Auch nicht. Weißt du, welche Städte gibt es noch in China? Ich habe einfach richtig blank gerade im Kopf. Warte mal, Vincent van Gogh. Sieht aber auch so mediterran aus. I don't know. Das hier ist London. Woher soll ich wissen, was das für eine Stadt ist? Bro. Ich gebe einfach überall London ein. Das ist jetzt mein Trick. Passt auf. London. Okay, ist es nicht. Kein Problem. London ist es auch nicht. Ja, London. Optimal. Okay. Rom. Es geht ja in diesem Quizduell darum, möglichst schlau zu sein. Und ich nehme einfach europäische Hauptstädte und füge die einfach ein. Amsterdam, Traum von Amsterdam. Ich bin in musikalischer Stimmung. Da ist ein Hafen. What the fuck are you? Das ist aber Kunst, ne? Aber es ist Paris. Paris, Paris. Berlin. Bruno Lechowski. 1939. Was war denn 1939 so los? Was hat man denn da so gemalt? Ich sehe auch keine Flugzeuge oder sonst was. Max Beckmann. London? Nee, Prag? Was ist denn das hier? Hamburg? Köln? Okay, dann bin ich lost. Gehen wir woanders hin. Das hier ist New York, das erkenne ich. New York. Dann haben wir hier Rom oder so ein Kram wahrscheinlich. Rom. Und das hier ist wahrscheinlich Jerusalem, oder? Jerusalem. Nazareth. Keine Ahnung. Was ist denn das hier, Junge? Was weiß ich? Ist das Münster? München. Warte, Jan Vermeer. Ist das irgendwo in den Niederlanden? Amsterdam, maybe? Amsterdam. Nee. Scheiße, wie heißen die andere große Stadt in Holland? Junge, ich war schon in so vielen Städten, aber mein Gehirn ist gerade so, nee. Ist das irgendwas in der Türkei? Ist das Istanbul? Nein, ist das Izmir? Auch nicht. Das ist schlecht. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, ich glaube, ich gehe zu meiner ursprünglichen Theorie zurück und versuche wirklich Dinge rauszufinden, indem ich mir dieses Bild angucke und weiß, das ist Paris. So nämlich. Das ist Paris. So. Hier haben wir, das wird wahrscheinlich Hokusai, wahrscheinlich Tokio oder so ein Kram. Venedig, Rom, Prag. Kein Plan. Vermeer, ist das Amsterdam? Auch nicht. Was ist denn das hier? 1660. Rotterdam, Van Gogh, das sagt mir auch gar nichts. Das ist London, oder? Ach, hier ist ein Fluss auf jeden Fall. Könnte auch, was ist das, auch London? Ich probiere mal Moskau. Ich werde nicht alles durch, ich werde nicht copy-pasten, wisst ihr? Das finde ich irgendwie sehr unfair, das ist übrigens Moskau. Ja, das sieht so voll nach China aus, finde ich. Oder ist das vielleicht Tokio? Oh, okay, geil. Damals Edo. Ist das hier dann Athen? Scheiße, was gibt's noch in Griechenland? Was weiß ich, Alter. Dann ist das hier Jan van Meer ist Amsterdam. Amsterdam? Ist es nicht? Schade. Brügge. Nee, okay. Canaletto. Klingt so ein bisschen französisch, ne? Ist es diese eine Stadt aus Assassin's Creed? Nö. 1911. Das ist eine Hafenstadt. Das ist Hamburg. Das ist eine Hafenstadt. Das ist nicht Paris. Keine Ahnung. Madrid. Barcelona. Was sehe ich hier? Prag. Ich will einfach überall mal Prag haben. Lyon. Was könntest du sein? Wenn wir zwei uns jetzt auf der Straße begegnen würden, was wärst du? Du bist eine schöne Stadt. Aber welche schöne Stadt? Venedig würde man so nicht machen, ne? Florenz war eine krasse Stadt früher. Hier die Siedler von The Americans in Chicago. Du dumme Sau. Ulrich Hübner ist halt München einfach. Ulrich Hübner oder Stuttgart. Oder Bremen. Oder Hamburg. Easy. Das ist alles hässlich, Mann. Sieht alles so scheiße aus. Sieht aus wie so Grundschulgemälde. Max Beckmann. Klingt sehr nach Deutschland. Köln. Düsseldorf. Berlin. Gut. Keine Ahnung, Mann. Okay, komme ich noch auf irgendwas? Das hier sieht aus wie hier irgendwas Amerikanisches. Kalifornien. Es ist nicht Kalifornien. Texas ist eine Stadt, oder? Boah, woher soll ich... Also ich glaube, die Namen helfen. Vincent van Gogh. Kenne ich sogar. Habe ich selber mal ein Bild nachgemalt. Aber keine Ahnung. Ja, Ulrich Hübner. Das ist Hamburg tatsächlich. Das ist wirklich richtig. Ferdinand Lepi. Marseille. Ganz Arschloch. Max Beckmann. München. Gott. Bremen. Köln. Mann, du bist aber auch eine ganz schön dumme Sau. Kiel. Von mir aus.
Fuckt mich doch nicht ab. Moskau ist das. Moskau. Schreibe ich das? Moskau? Ups, Moskau. Perfekt. Das hier ist Moskau. Das ist London, das haben wir schon. Ja, gut. Kann nicht alles wissen. Das ist Wien, okay. Ja. Florian, sag doch was. Ja, Mekka. Ich bin nicht auf Mekka gekommen. Was soll ich sagen? Melbourne, hätte ich keinen Plan gehabt. Das ist Dresden. Wild. Delft, ja. Alles. Und das ist Frankfurt am Main. Mekka? Oh, das ist natürlich irgendwie easy. Dresden? Du musst dir vorstellen, Canaletto. Ganz den scheiß Ossis. Spaß. Hat Schwester gemacht, Leute. Arles. Ich weiß nicht mal, wo die Stadt ist. Rio de Janeiro. Ja, dann mal doch, Junge. Was ist das? Bist du denn für ein Loser, Alter? Bruno Nechowski. Seit wann steht die hier, diese Jesus-Statue auf den Hügeln? Seit wann ist die Jesus-Statue auf den Hügeln? Musst du mir da auch sagen. Und Wien? Ja, Wien war schon wichtig früher. Nur früher. Dresden? Bruh. So weit habe ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was Delft ist. Delft habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Mekka? Okay, hätte man vielleicht drauf kommen können. Als wäre ich auch nie drauf gekommen. Frankfurt, aber es ist eine deutsche Stadt. Immerhin hatte ich recht. Und Rio. Auf Rio wäre ich auch nicht gekommen. Ich habe an Madeira gedacht. Aber es ist solide, oder? Aries, das ist Frankfurt. Ey, ich sag, wie es ist. Es ist fein. Ich wäre nie im Leben auf Dresden gekommen. Ich war noch nie in Wien. Ich habe keine Ahnung, wie Wien aussieht. Arles. Keine Ahnung, was das ist. Mehr war einfach nicht drin. Ich habe gecheatet. Ist gegoogelt einfach. Genau, ich habe gegoogelt. Rechtsklick Bildersuche. Geil. Ich habe mir die Namen der Künstler angeguckt. Dann habe ich einfach geraten, wo die herkommen. Dann habe ich die bekanntesten Städte genommen, die ich aus der Region kenne. Ja, habe ich auch. Ich bin trotzdem nicht so gut. Aber ich sag, wie es ist. Also hier von Vincent van Gogh. Die Stadt habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Max Beckmann. Da habe ich auch ein paar deutsche Städte reingepackt, aber nicht die, die es war. Ja. Ja, so ging es von allen, oder? Wahrscheinlich. So. Ich habe halt Jan Vermeer hab ich gesehen, dachte mir so, ja, okay, Niederlande, dann probier's halt mit Delft. Ja, ist ja auch naheliegend so, ne? Ja. Ich fange einfach mal an, ja? Ja. Ich habe 9. Ja, Wien war halt noch wichtiger zu der Zeit. Ich hab auch 8. Ich habe 6. Perfekt, damit ist mein No-Death-Run schon mal gescheitert. Das heißt, ich krieg 3, Bart und Brück kriegen 1,5 und Lumi geht leer aus diesmal. Wir gehen ins nächste Quiz, das ist denonyme Quiz steht da. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich damit was anfangen kann. Was sind denn denonyme? Weiß ich nicht. Irgendwie synonyme, aber nicht wirklich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir los, ne? Okay. Ich glaube, das kann ich vielleicht ganz gut. Ein Deutscher, ein Amerikaner, ein Berliner, ein Hannoveraner, ein Franzose, ein Portugiese, ein Brite, ein Steiermakler, ein Makler, Steiermärkischer, keine Ahnung. Leute aus den Philippinen heißen Philipp. Eigentlich passt das so, eigentlich kann ich es so lassen. Ups, Pina. Okay, ey, ich habe keine Ahnung. Kanadier. Ein Fleme. Jura Kanton. Ein Jurist. Ein Kantoner. Scheiße. Ein Kante. Peruaner. Indianer. Ein Indianer. Ein Dien. Keine Ahnung. Monaco. Ein Monagasse oder so. Keine Ahnung, wie man es schreibt. Finnland. Ein Finne. Troja. Ein Trojaner. München, ein Münchner. Ein Indianer. Ein Indigener. Kleines Arschloch. Monacoaner. Monaconese. Oh, was ist das? Ein alter Finne. Das ist ja ganz schön schwer. Trojaner. Münchner. Kosovare. Ein Montenegroaner. Ein Montenegroare. Montenegrer. Schwierig. Kosovo, was weiß ich? Montenegrianer? I don't know. Katalonien. Katalaner? Hä? Was? Färöer? Ein Pole. Ein Ire. Wie nennt man den Neuseeländer? Ein Kiwi. Ah, warte mal. Philippinen sind. Wie schreibt man das? Filipinos? Ja. Mit F. Aber hat trotzdem gezählt. Steirer. Funktioniert auch nicht. Flandern ist Ned Flanders. Flanderer? Flanderesen. Achso, ich muss von der männlichen Einzel ausgehen. Ein Flandernese. Keine Ahnung. Ich will ja auch nichts reinschreiben, was dann irgendwie so racist ist oder so. Wisst ihr? Was diskriminierend ist. Weil oft habe ich halt Sachen, also man hat ja so Sachen umgangssprachlich im Kopf. Monegasse, hier. Monaco Monegasse. Dass ich das weiß, finde ich krass.
Montenegraner? Keine Ahnung. Montenegro? Was? Montenegraner? Katalone? Katalesia? Katalonien? Katalonesia? Kein Plan. Katalone. Hä? Safe. Ein Mensch aus Katalonien ist ein Katalone. Hab ich schon tausendfach gehört. Naja, nicht. Ein Färöer? Ein Färinger? What the fuck? Okay, das habe ich ja nicht mehr eingegeben. Dankeschön. Tanja. Bretanne. Whatever. Horele, Ire, Leng. Neuseeland-Slang. Ein Ire. Sind auch nur 3 oder 4 Buchstaben, ne? Aus Neuseeland. Ein Waliser. Ein Israelit? Nein, ein Israel. Ein Israeli, na klar. Uri? 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 Jana? Urina? Scheiße, Urina vor allem. Ein Welsh? Weißt du wie? Ein. Oh, aus Wales. Israeliti. Achso, Israeli, ja, das ergibt. Ein Zyper? Elfenbeinküste. Elfenbeinküstler. Ein Neapolitaner. Auch nicht. Neapler? Scheiße. Ein Veneder? Venier? Florenza? Scheiße, Venediger? Was weiß ich, Mann? Ein Färöer. Der heißt aber Färöer, oder? Perfekt. Ich habe Färöer eingegeben. Er macht Färinger aus. Einfach gecheatet. Warte, ich scroll mal runter, damit ihr es besser seht. Ich bin so wack im Streamen. Bretagne? Das ist es nicht auch. Es ist kein Brite, ne? Aus der Bretagne? Keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas, was ich wissen könnte? Indianer, Neapel, ne. Venedigasse. Venedig, ein Venediger. Florenz, ein Florentiner. Venezianer. Oh! Neapelese. Steiermark, ein Steierer. Weiß nicht, warum ich das nicht hatte. Philippinen, ein. Boah, das hätte ich eigentlich, glaube ich, noch. Das ist ein Zypriot. Ein. Oh mein Gott. Bruder. Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. Ein Ivora, oder nicht? Ja. Ein Neapolitaner sind auch die Waffeln, aber vielleicht passt ja. Ein Venezia? Venezianer? Florenz, ein Florenza. Ein aus Florenz ist ein Flo. Weiß ich nicht tatsächlich. Flandern? Ein Flamme. Elfenbeinküstler. Ein Elf. Elfer. Elfe. Scheiße. Super. Cyprianer. Super. Mann! Bretagne. Man aus Bretagne. Färöer. Färöer. Ein Färinger. Hä? Bretone. Also, dass das gerade mit Färinger noch reinging, ist ja so. Filipino mit F. Alter, ich krieg zu viel. Ein Steieralt. Ein Jurassier. Ein Hosier. Monegasse, Florentina. Habe ich das nicht eingegeben? Eurasia, ein Flame, ein Hosia. Ach, Kiwi, ja, Neuseeland. Ein Urna, Zypriot, Ivora, Neapolitaner. Oh, Neapolitaner. Hätte ich ja auch noch haben können. Bretone hätte ich nicht gehabt. Färinger, keine Ahnung. Katalane, Montenegriner und Kosovare. Ich denke, es war okay. Wales, Waliser. Oh, da hätte ich drauf kommen können. Waliser hätte ich auf jeden Fall gewusst. Also hätte ich wissen können, habe ich schon mal gehört. Katalane, oh, habe ich schon mal gehört, aber wäre ich niemals drauf gekommen. Monegasse, null Chance. Florentina klingt für mich wie so ein Bier, so ein Craftbier oder so. Kosovare wäre ich auch nicht drauf gekommen. Neapolitaner wäre ich drauf gekommen. Das habe ich einfach gekonnt überlesen, dass wir Neapel hatten. Weil so heißt doch irgendeine Süßigkeit. Kiwi wäre ich niemals drauf gekommen, aber ist ein sehr süßes Wort. Steirer. Ich habe Steirer gehabt. Ein Buchstabe weniger. Ein Steirer, ein Filipino. Ja, hätte ich wissen können. Ein Jurassier, niemals. Ein Hosier, niemals. Monegasse, schon mal gehört. Ein Montenegriner, vielleicht. Ein Katalane, was habe ich geschrieben? Ein Florentiner, habe ich nicht geschrieben? Scheiße. Katalone. Oh, Katalone, Katalane. Irgendwas, Freunde. Ich bitte euch. Ich glaube, ich fand nicht so bad. Na, du alte Kiwi? Kiwi habe ich irgendwann einen Punkt, richtig. Wo ich dann so gemerkt habe, Moment mal, jetzt muss ich hier ganz genau aufpassen, was ich hier gerade eingebe. Mhm. Ja. Weil man ja auch so bei manchen Dingen einfach so diskriminierenden Scheiß einfach noch so im Hinterkopf hat, will man natürlich nicht dann irgendwie reinschreiben, ne? Ich glaube, ich war okay. Ich fange trotzdem mal an, ne? Ich habe 23 von 34. 23 hast du? Ich habe 17. Ja. Ich habe 18. Ich habe
20. Mann, ey, der blöde Brücki Filipino. Holt sich hier die Punkte. Okay, ja, also Brücki geht in Führung tatsächlich, kriegt 3 Punkte. Wie? Zu krass einfach. Ich krieg 2 und zwischen euch, wie war's? Ich hatte, glaube ich, 1 Punkt mehr als Bart. 1 mehr als ja, ich, ja. Okay, dann kriegt Lumi 1 Punkt und Borscht 0. Geil! Als nächstes die österreichischen Bundesländerkarte. Ach nee. Nachdem du eben gesagt hast, warum hat Österreich Bundesländer? Ja. Klar. Okay, Steiermark ist ein Bundesland. Ja, wie hieß das nochmal? Sorry. Hey, ich bin ready. Österreichische Bundesländerkarte. Steiermark. Steiermark? Steuerer? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Leute. Ich habe es jetzt schon vergessen. Perfekt. Ach nee, warte mal. Es hieß Steiermark. Weil Steierer. Steiermark. Klasse. Wien. Wie heißt denn dieses andere, was da so in den Alpen ist? Alpen. Scheiße, wie heißt denn das, wenn man direkt so in Österreich reinfährt? Tirol. Ja, das ist alles. Das ist alles, was ich weiß. Mehr kenne ich nicht. Hätte ich schon nicht gewusst. Wie hieß das andere nochmal? Boah, ja. Und sonst? Es gibt sowas oben und unten. Aber die Oberalm ist es nicht, ne? Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg. Was gibt's denn noch? Wien, Kärnten. Nee. Kärnten. Ja. Okay, Wien ist doch bestimmt ein perfekt. Wien ist so ein Stadtstaat-Ding. Das dachte ich mir, weil ich mir dachte, guck mal, hier ist so ein kleines Gebiet. Das wird halt hundertprozentig passen. Das ist schon mal gut. Was haben wir sonst noch in Österreich? Ja. Über die Grenze meines Landes, weiß ich nicht Bescheid, was sonst so abgeht. Also bei einem Deutschland-Bundesländer-Karten-Quiz, da wäre es für mich auch schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Appenzell. Was weiß ich, Alter. Das ist halt alles da unten so. Ist auch einfach, weil, wie heißen Wesks Nachbarn, hätten wir auch fragen können. Der kommt ja aus der Region, also kommt nicht aus Österreich, aber er kommt aus der bayerischen Region. Und ich bin einfach, ich habe nur mit normalen Menschen zu tun gehabt, so far. Das Einzige, was Österreicher können, ist E-Sport. Und sehr nett sein, muss ich sagen. Ich habe in Österreich immer gute Erfahrungen gehabt. Österreich war immer sehr nett zu mir. Ja, Salzburg gibt's noch, ne? Richtig, richtig. Salzburg. Oh, das ganze Ding heißt auch Salzburg? Das ist ja krass. Ja, gut, ne? Was sind die letzten zwei? Auf die letzten beiden komme ich nicht, glaube ich. Oh, eine Sache weiß ich tatsächlich, glaube ich. Salzburg? Yes. Weil da irgendjemand herkam, was ich mal lernen musste. Aber ansonsten kann ich hier jetzt auch tatsächlich einfach sagen, Leute, so 2 Minuten sind eine lange Zeit. Und man sollte sich auch jeden Tag mal so 2 Minuten einfach für sich nehmen, wisst ihr? Durchatmen, mal so ein bisschen was essen. Und mal einfach Zeit verstreichen lassen. Ich glaube, ich kann auch aufgeben. Also, kein Plan. Ich kenne mich mit österreichischen Bundesländern nicht aus. Hätten wir gerade nicht die Steiermark gehabt, ey. Was ist denn das um Wien rum, Alter? Ich hab keine Ahnung. Wie wär's mit Wurzelsepp? Nee, das ist es leider gar nicht. Westtirol? Oder Nordtirol? Oder, I don't know, nochmal Südtirol? Auch nicht. Ja, und sonst so? Und dann gibt's Ober- und Unter, da sind Schüssel. Vorarlberg? Dann gehen wir nach Arlberg auch an. Na klar. Ja, Arlberg, Unterarlberg, Niederarlberg. Ja, sein kann. Ja, wenn ich jetzt aus Österreich wäre, würde ich mein Bundesland nennen? Kärnten. Ja, sicher. Und dann gibt's auch noch. Und dann gibt's noch Ober und Unter irgendwas. Und dann habe ich ja schon fast 9. Deinitz oder so? Nee, ne? Gibt's denn noch Mittelösterreich? Ich muss mal irgendwann mal österreichische Bundesländer lernen. 3-mal in meinem Leben in Österreich oder so. 1-mal in Wien, 1-mal in Salzburg und 1-mal für ein Cast-Event. Ein League of Legends Cast-Event. Und ansonsten habe ich keinen Plan von Österreich. Es tut mir sehr leid. Wobei, nein, ich war. Oh, warte! Ha! Ich war Wildwasser-Raften. Ich bin so klug. Kärnten? Boah, ich war mit Kempten, aber da war ich aber close, zufälligerweise. Und es gibt Nieder- und Oberösterreich. Ach, Tirol. Oh, Tirol, klar. Ich wollte gerade noch Alpenland, aber es ist Burgenland, ne? Ich habe irgendwie Alpenland im Kopf gehabt. Vielleicht wäre ich sogar noch drauf gekommen aufs Burgenland. Tirol habe ich vielleicht ein bisschen vergessen. Ja, natürlich. Ich bin der Antonus Tirol. Niederösterreich, Oberösterreich, ja, ey, safe. Ich wusste, dass irgendwas mit Nieder- und oben und unten ist. Und es ist auch so easy, ich hätte nur Österreich eingeben müssen. Ach, Mann. Ich muss mir ja nicht viel mehr merken. Burgenland wäre noch wichtig gewesen. Und ich bin der Anton aus Tirol. Oh mein Gott, Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich.
Burgenland. Salzburg ist einfach ein Bundesland. Ach du Scheiße. Brücki. Ja. Ich habe 5. Und ja, ich wusste, dass irgendwas mit Nieder- und Ober ist, aber ich habe vergessen, was. Mm. Und ich hätte Österreich eingeben. Österreich. Lumi? Ich habe 3. Ja, ich habe 7. Du hast alle, ne? Ja, ich habe 7. Na klar. Burgenland und Tirol habe ich nicht. Ich bin ein echter Österreicher quasi, fast. Aber fast. Burgenland klingt mega cool. Das klingt so, als wäre es einfach wirklich so ein Land voller Burgen. Das würde ich mir super gerne angucken. Ich habe an Alpenland dann dauernd gedacht, aber Alpenland ist Quark. Ja, Burgenland kennt man auch, wenn man so in München aufgewachsen ist eigentlich. Aber das habe ich schon so verdrängt. Man hört halt ganz oft, aber man hat halt nie irgendwie, du hast ja nie irgendwie so krassen Bezug. Flo, ganz kurz als Feedback, ich finde, du hast schon schlechtere Quizzes rausgesucht. Das war ein Kompliment, Flo. Das war ein Kompliment gemeint, ja. Auch wenn sich das gar nicht so angehört hat. Ja, das nächste ist Filme, Bilder, KI Teil 3. Oh, klingt interessant. Das klingt spitze. Da kann doch drauf kommen, oder nicht? Okay, bin ready. Na dann, Abfahrt. Rein. Ich finde, die Quiz ist super. Hört nicht auf die Hater. Quiz starten, das kennen wir ja schon, ne? Können in Deutsch und Englisch angegeben werden. Das ist ein guter Hinweis. Ariel, die Meerjungfrau. Sehr gut. Die Titel können sowohl in Deutsch als auch in Englisch angegeben werden. Finde ich schon mal toll, Vanetschka. Ich muss aufhören, die Leute zu flamen. Ich weiß gar nicht, ich bin ja nicht so close mit Flo oder kenne Flo eigentlich auch gar nicht, aber der macht das toll. Ich sollte mich so sehr beschweren. Ist all fun, okay, Flo? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt hören kannst. Ich kenne, glaube ich, weiß ich, irgendwie verbinde ich jetzt die Frau links mit Moulin Rouge. So viel dazu. Edward mit den Scheren Händen. Dann mehr. Ich guck mal wieder ein bisschen runter für euch. Shrek. Ariel die Meerjungfrau. Oh mein Gott. Das hier ist nicht Ariel die Meerjungfrau. Dann haben wir ein Problem. Die kleine Meerjungfrau. Gelb bei den Fischen. Fuck dich ab, Bruder. Findet Nemo von mir aus. Was ist denn das hier? Oppenheimer. Was ist das mit Ich weiß nicht, wo Marilyn Monroe mitgespielt hat. Oder ist es Barbie? Nee. Die unendliche Geschichte. Der weiße Hai. Edward mit den Scherenhänden. Ant-Man. Ant-Man und das hier ist wie schreibt man das? Chihiros Reise ins Zauberland oder so? Ich weiß nicht, wie man schreibt. Oder die unendliche Geschichte. Dann haben wir hier Inception daneben. Das, naja, ne? Weiß nicht, was das hier sein soll. Planet der Affen. Du kennst ein Äffchen, ne? Oben haben wir auf jeden Fall. Was ist denn das hier? Warte mal, seht ihr das überhaupt? Ihr seht es nicht, ne? Was ist das hier? Unten rechts sieht ja mega witzig aus. Das könnte Ice Age sein. Das ist irgendwie so dieses Nagetier. Die unendliche Schichte? Haha! Jurassic World, Jurassic Park, Planet der Affen. Das große Krabbeln. Oh, ich dachte, das wäre das hier. Na gut. Was ist das denn? Eine ist ab. Life of Pi. Was ist das hier? Alien. Nee. Hä? Was ist das? Das hier sieht sehr stark nach Parasite aus. Parasite. The Life of Pi. Heißt das nicht so? Life of Pi. Only Up. Und täglich grüßt das Murmeltier Groundhog Day. Und täglich grüßt das Murmeltier. Krass. What the fuck is this? Die Chipmunks? Schade. Was zum Fick ist das? Nazis im Weltall? Inception? Ant-Man? Planet der Affen? Nightmare on Elm Street? Heißt das nicht so? Ich mach mal Edward mit den Scherenhänden, ist auch ein Film. Es kann halt viel sein, ne? Was das hier ist. Das ist halt Marilyn Monroe. Gibt's einen Film über die? Ich weiß nicht mal, wie man die schreibt. Der eine Film, der hier. Den kenne ich, weil der ist neu und bekannt, aber mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Da komme ich aber safe noch drauf. Wir haben noch 3 Minuten. Pretty Woman. Das ist auch nicht. Schade. Inception? Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Das hier ist halt irgendwie, das könnte irgendwas mit Zombies oder so sein. Apocalypse Now. Scheiße. Was ist er hier? Schindlers Liste maybe? Auch nicht. Ey, was soll das sein? Ist Ant-Man? Oh ja. Dann ist das vielleicht Iron Man. Nee. Was zum Fick soll das denn sein? Space Cop. Robocop. Was zum Fick ist das? Das hat mir gar nichts. Space Cowboy. Toy Story. Was ist das hier? Marilyn Monroe. Blond. Es ist blond. Es gibt einen Film, der heißt Blond. Naja. Das sieht ein bisschen nach das Boot aus, wenn du mich fragst. Das soll sonst noch sein. Bisschen shiny, bisschen dies, das. Bisschen Armee. Oh, was ist mit Inglourious
Bastards? Nee. Das ist schon ziemlich glorious, ne? Und das ist nicht Ariel die Meerjungfrau, oder was? Ariel die Meerjungfrau. Ariel die Ariel. Disneys Ariel. Ariel bei den Fischen. Disneys großer Tauchgang. Du kleines Arschloch, wie heißt das denn? Das ist Ant-Man. Ich muss ein bisschen direkter denken. Das ist, wenn du den Titel eingibst, I guess. Was könnte das hier dann sein? Das ist dieser Film, wo sich die Stadtteile aufeinander zubewegen, Inception. Ist das hier, das ist nicht Beautiful Mind, oder? Nee, okay, wäre auch krass gewesen, weil das ist nicht Beautiful. Wie heißt das auf Englisch? Life of Pi. Ich tipp's nicht ein gerade. Life of Pi? Perfekt. Ariel, Ariel, du wirst für einen Mann zur Frau ohne Flossen. Das nicht gut. In 2020 sollte keine Frau ihre Flossen abgeben für die Liebe. Das ist falsch. Die Meerjungfrau, die rote Ariel. Boah, ist das dämlich, Junge. Ist das dämlich. Ich bin so sauer. Was ist er hier? Was ist das? Alien, das Wesen aus dem All. Das unheimliche Wesen aus dem All. Scheiße, Mann. Marilyn Monroe. Ist das hier? Wolf of Wall Street. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ey, dann fehlt mir nur eins. Aber was zum Fick soll das hier sein? Schindlers Liste. Aber Gerdon hatte ich schon. Was ist das? Ich raff gar nichts. Was soll das denn sein? Police Academy. Silver Surfer. Incredibles. Iron Man. Die Unglaublichen. Ey, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich habe die ganze Zeit bei dem Dude hier das Gefühl, dass das irgendwie Inglourious Basterds ist oder so. Vielleicht aber auch nicht. Oder es ist irgendwie Apollo. Kann ich nicht einschätzen. Das hier unten ist safe, nicht Ice Age. Was kann... Täglich grüßt das Murmeltier. Schade. Wahrscheinlich ist es das, aber halt die andere Schreibweise. Ah, und täglich grüßt das Murmeltier. Natürlich. Ja, Freunde. Wer ist er hier? Der Marsianer. Scheiße. Was könnte das sein? Aber warum dann auch so diese Pilotenmütze und so? Ich denke auch ein bisschen an die Schneegesellschaft, aber das ist ja kein Film. Das ist ja eine... Also, ja, also keine Ahnung. Da könnte ich, glaube ich, drauf kommen. Aber ich weiß es gerade. Also, mir fällt nichts ein. Was kann das sein, Alter? Hillsception. Täglich grüßt das Murmeltier. Hä? Oh my fucking God! Wir haben noch drei Filme. Wir haben noch das hier unten und wir haben noch hier drüben das. Das ist nicht Inglourious Basterds, das hätte ich richtig geschrieben. Aber das ist safe irgendein Film, der in die Richtung geht. Warum ist das aus Metall? Es könnte sonst... Boah, den Film haben wir in der Schule gesehen. Es könnte Schindlers Liste sein. Das ist auch nicht. Schade. Warum hat AI hat die so wie so ein Gitter gemacht? Und dann ein Mann mit einer Mütze und einem so silbernem, keine Ahnung, Green Mile. Was zum Fick ist das? Ich frage noch, warum ist die Jacke silber? Weil es Full Metal Jacket ist. Ja, warum ist es schwarz-weiß? Aber ey, das war strong. Das war strong. Das war wirklich strong. Full Metal Jacket. Es wäre so easy gewesen. Aber ich habe es einfach nicht gerafft. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Blond. Parasite. Oh, scheiße, Parasite. Ah, fuck, ja, da hätte ich drauf kommen können. Full Metal Jacket sagt mir was, aber habe ich nie gesehen oder so. Was auch immer hier steht, Leute, es ist Ariel die dumme Scheißfrau. Nein, 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 Leute. Nee. Hat Ariel die Meerjungfrau so geschrieben? Ich tilte. Da hat man immer Arielle geschrieben. Ach, fuck doch nicht, Arme. Das war ein cooles Quiz, das hat Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Warten wir auf Brückis Rezension. Arielle mit Arielle. Und die Meerjungfrau dahinter auch noch geschrieben, weil nur Arielle zählt nicht. Ja, ich habe diesen Namen 50 Mal eingegeben. Ich habe Arielle die Meerjungfrau eingegeben, immer ohne Elle. Und das macht mich so sauer. Einfach Little Mermaid eingeben können wahrscheinlich. Oh, maybe, ja. Und ja. Wie viele habt ihr so? Alle bis auf 2. Ernsthaft? Also 14. Ja, alle bis auf 2. Ich habe 11. Ich habe 13.
Oha. Ich muss euch leider mitteilen, dass mir nur eins fehlt. Ich bin nicht auf Full Metal Jacket gekommen, aber den Rest habe ich. Ach Mann, ey. Ich war auch so, ich habe das Bild gesehen, ich war so, warum ist diese Jacke silbern? Ja, also ich habe so noch gesagt, warum ist die so metallisch? Alles möglich eingegeben. Ich hol mir die 3 Punkte. Bart 2, Lumi 1. Commander Berögmann diesmal 0. Oh mein Gott, nein. Allgemeinwissen Teil 4. Warum nein. Ich sehe es noch nicht. Ein pures Wissen mäßt, dann skippen wir einfach. Dumme Streamer verzweifeln an Allgemeinwissen. Ja, wir gehen rein. Ich bin auch heiß wie Frittenfett hier. Welche aus Dänemark Lego? Wie bezeichnet man eine Erhebung aus Sand, die vom Wind abgelagert wird? Düne. Welcher Fußballtrainer prägte den Satz, die Null muss stehen? Angelotti? Die Null muss stehen? Keine Ahnung. Klinsmann. Keine Ahnung. Gardlinen? Nee. Die Null muss stehen. Hans Beckenbauer von mir aus. Heinkes. Was weiß ich. Wilhelm Hoegner war bisher der einzige Ministerpräsident Bayerns, der nicht der CSU angehört hat, sondern welcher Partei? CDU. In welcher Stadt? Von mir aus SPD. In welcher Stadt hat die einzige Fernuniversität Deutschlands ihren Sitz? Münster, Hamburg, Berlin. Oh, München, Köln, Düsseldorf, Ulm, Braunschweig, Leipzig. Ja, keine Ahnung. In welcher Stadt? Hä? Pakistanische Tippler und usbekische Tümmler heißen Rassen welcher Fort? Delfin. Nee, anscheinend nicht. Schwäne von mir aus. Zugvögel. Storche. Spatz. Taube. Oh, Tauben. Okay. Was ist die mit Abstand beliebteste Sportart in Litauen? Hockey? Curling? Litauen. Golf? Minigolf? Fußball? Volleyball? Basketball. Als ich dann drüber nachgedacht habe, ja, Litauen und Basketball. Welcher Autohersteller hat die Modelle Logan, Sandero und Duster? Boah, das weiß ich. Duster kenne ich den Namen. Welche europäische Hauptstadt trägt den Namenszusatz Lavella? Die alte. Irgendwas Französisches. Boom. Madrid. Wien. Welche europäische Hauptstadt? Lavella. Lavella. Welche europäische Hauptstadt? Lavella. Paris? Hä? Andorra. Lavella, die alte. Andorra, Lavella. Lavella. Oder Lavella, keine Ahnung. Uraufführung der 5. und 6. Sinfonie, welches Komponisten von 1808 in Mozart wahrscheinlich? Beethoven? Ah, Konzert in Wien, ja, okay. Welche Säure mit den Formeln häufigen Lebewesen Verteidigungszwecken genutzt? Was weiß ich, Mann? Welchem Alter starben Musiker Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse? 23, 21, 19, 27. Professor Moriarty ist der Erzrivale welcher Sherlock Holmes? Den Zoo in welcher Stadt kann man durch die schmuckvolle Elefantentor betreten? Fender, Gibson und Rickenbacker sind bekannte Hersteller von Gitarren. Welcher Stoff wurde zunächst hauptsächlich in Manchester hergestellt und hieß in Deutschland deshalb auch früher Manchester? Boah, keine Ahnung. Welcher Stoff wurde zunächst? In welchem Kartenspiel kommt der Begriff Showdown ursprünglich? Showdown? Udo. Au Mau. Homie. Keine Ahnung. In welchem Kartenspiel kommt der Begriff Showdown ursprünglich? Oka. Welche Comicfiguren leben in Pilzhäusern? Schlümpfe. Welche fleischfressende Pflanze ist neben der Wasserfalle die einzige, die mit Klappfallen arbeitet? Fliegenfalle. Welche Frucht gehört in den Cocktail Pina Colada? Ananas. Welche fleischfressende Pflanze ist neben der Wasserfalle die einzige, die mit Klappfallen arbeitet? Venus. Fliegenfalle. Der Saft welcher Frucht gehört in den Cocktail Pina Colada? Orange. Papaya. Kiwi. Zitrone. Ananas. CH2O2. Welche Säure ist das? Das ist CH2O2, Salzsäure, Chlorsäure, Schwefelsäure. Keine Ahnung, was soll das für eine Säure sein? Die beliebteste Sportart in Litauen. Keine Ahnung. Okay, der Duster, den könnte ich vielleicht noch hinbekommen. Ja? Mazda? Scheiße. Mini auf jeden Fall nicht. VW auch nicht. BMW auch nicht. Der Kashkan Mazda? Renault? Ich hab so übelst ein Blackout. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Wir können bei Kartenspielen Kanasta eingeben. Perfekt. Poker. Es ist Poker. Wusste ich natürlich. Welche Comicfiguren leben in Pilzhäusern? Schlümpfe. Mit dem Stoff? Seide? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Manchester? Was könnte Manchester für einen Stoff gemacht worden sein? Da werde ich niemals drauf kommen. Hüb Stevens. Ja. Hagen. Tauben. Basketball. Dacia. Andorra. Ja, Andorra ist actually easy, ne? Ameisensäure wäre ich nicht drauf gekommen. Berlin, war noch nie im Berliner Zoo. Venusfliegenfalle. Nur Fliegenfalle hatte ich genommen. Musste die Venus noch mit dazu, ne? Hagen, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Hoop Stevens, okay, Dacia, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ameisensäure, hätte ich nie erraten. Zoo, das ist Elefantentor, Berlin, Berliner Zoo. Oh mein Gott!
Es ist Berlin. Ich bin ein absoluter Idiot. Hoop Stevens wäre natürlich der Fußballtrainer gewesen. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Hagen, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Tauben. Dacia hätte ich drauf kommen können. Dacia Duster. Davon habe ich so viel Werbung gesehen. Andorra hätte ich niemals gewusst. Beethoven hätte ich mit einer Stunde Zeit gessen können. In Berlin ist das Elefantentor? Niemals. Tauben. Hagen. Okay, ja, das wusste ich. Dacia! Habe ich nicht sogar... Habe ich Dacia... Naja, ich hätte das auf jeden Fall nicht eingegeben. Ameisensäure. Kord. Poker. Oh mein Gott, Poker. Ich gebe ein... Quartett und Blackjack, aber nicht fucking Poker. Ludwig van Beethoven. Scheiß Beethoven, Alter. Die Zeit ist ein böses, ein ganz, ganz böses Spielchen, treibt die Zeit mit uns. Ne? Ja, aber das noch, ist hier nicht so noch. Schlecht, wenn man dann halt nicht raten kann, sondern wissen muss. So. Aber ich hätte ein bisschen länger raten noch und ich hätte es geschafft. Ein bisschen länger raten hätte ich auch gut gefunden. Ja. Ich bin einfach ein Depp. Ich habe 11. Ich habe 9. Ich habe auch 9. Ich bin natürlich kein Depp, weil ich wenig Punkte habe, aber weil ich vielleicht in einer Stadt wohne, in der ein schmuckvolles Elefantentor steht. Oh ja, das ist auch nicht. Keine Ahnung hatte, dass es Berlin ist. Der Berliner Zoo. Ach so, ich habe einfach bei dem auf der Suche nach der Stadt, in der es die Fernuniversität gibt, habe ich Berlin eingegeben. Und das war dann halt einfach die Antwort für diesen Elefantentor. Das habe ich nicht mal bei der Fernuniversität reingeschrieben. Ja, ich habe 14. Übrigens, ich klaue mir 3 Punkte. War das und ich und Lumi hätten gerne den Punkt aber geteilt dann, den letzten. Genau. Lumi und Brücke teilen sich quasi den halben. Oh. Machen unregelmäßige Pluralform-Quiz als nächstes. Geil! Das ist genau mein Ding. Dinge, die sich logisch erklären lassen, außer halt die Ausnahmen, die man auswendig lernen muss. Naja. Album, Alben. Antibiotikum, Antibiotika. Causa, Causale. Causus, Causen. Was weiß ich? Causa. Causalis. Causa. Was ist eine Causa, Bruder? Kausalitäten. Causata. Du Arschloch. Gürtel. Haus. Häuser. Eros. Heroen. Kaktus. Kakteen. Klima. Das Klima. Es gibt eine Mehrzahl von Klima. Okay, Konsul. Lexika. Lexikon ist Lexika. Klima. Klimata. Konsul. Konsulate. Konsule, keine Ahnung. Lexikon, Lexika. Mafioso, Mafiosi. Museum, Museen. Oktopusse. Topoden, na gut. Pharaos. Was? Die Ägypter hatten Pharaonen. Ja, okay. Quiz ist Quizzes. Reptil ist Reptilien. Rhythmus ist Rhythmen. Nicht? Der Rhythmus? Die Rhythmen? Keine Ahnung, dann nicht. Rhythmen. Are you kidding me, Mann? Rhythmen. Ja. Sphingen. Okay, klar. Stadion. Status. Visum, Wiesen. Visa. Vogel, Vögel. Volumen. Zimmermann, Zimmer. Männer. Hä? Was? Wie? Zimmermänner! Hä? Zimmermann? Mehrzahl von Zimmermann? Zimmermänner! Zimmerschaft! Zimmermannschaft! Zimmertruppe! Zimmerparty! Hä? Die Mehrzahl von Zimmermann? Trollt mich doch! Zimmermann? Zimmer? Oder wir einfach sagen Männer? Zimmermann? Manner? Was ist das? Oh, aber Zimmermann könnte Zimmersleute sein? Oder Zimmerleute? Ja. Das ist ja komplett wild. Das ist. Dass die Mehrzahl davon praktisch weggeht von dem Geschlechtspart. Wild. Causa. Causalen. Causali. Causerich. Causen. Causi. Causo. Causen. Causalitäten. Causality. Ich weiß auch nicht, was Causa ist. Konsul. Konsulanten. Konsule. Konsule. Konsula. Konsens. Konsi. Ich weiß es nicht. Vogel. Vögel. Konsul. Statien. Status. Visum. Visus. Visus. Visuen. Visumem. Visumem. Visums. Alter. Gib Visum. Oder. Zimmermann. Hä? Konsule. Konsuli. Konsulos. Konsulos. Konsulat. Konsulate. Konsulati. Causa.
Ich schreibe einfach auch mal Konsul. Nee, geht nicht. Ein Pharao. Pharaonen. Weiß nicht, warum ich das vorher nicht hatte. Causa. Causi. Causus. Causos. Was soll denn, also wie, was soll denn ein anderer Plural sein von Zimmermann? Zimmermenschen. Zimmermänners. Zimmermänners. Zimmerer. Es ist nicht Zimmerer? Hä? Zimmerriche. Scheiße, Mann. Was, hä? Ein Zimmermann. Mehrere Zimmermänner. Zimmer. Bande. Zimmertruppe. Zimmergefolgschaft. Zimmermannschaft. Zimmerteam. Hä? Zimmerleute. Ah! Handwerker ist einfach Zimmermann, du dumme Sau. Zimmerleute. Visa. Oh ja, Visa hätte ich wissen können. Konsuln. Ja, genau. Der Konsul, die Konsuln. Ja. Heroen und Kausai. Na klar. Es sieht nicht schlecht aus, weil ich ja 1924 habe, aber ich glaube, ich werde schon wieder nicht Erster. Auch nicht Zweiter. Vielleicht nicht mal Dritter. Zimmerleute. Junge, mein Ass. Zimmerleute. Sag doch. Unregelmäßige Pluralform bei in genderless. Geschlechtsneutral. Also Zimmerleute ist, also in welcher Welt? Zimmermehrzahl ist halt korrekt gegendert. Oh Mann, das ist ein interessantes Thema. Da sollte ich wahrscheinlich jetzt hier Stress machen, oder nicht? Dass wir uns hier nicht gendern lassen und dass ich trotzdem recht habe. Da werde ich jetzt mal ganz kurz ins Gespräch als Mann reingehen. So, warum? Ich muss mich direkt beschweren. Als Mann, ja. Der Zimmermann und die Zimmermänner. Und da können, ja, Zimmerleute, und da können Zimmerleute mir aber ordentlich einmal einen lutschen. Junge, ich habe... Es heißt Zimmermänner. So. Ich habe Zimmermänner eingegeben und dann Zimmermannschaft und dann Zimmerteam, Zimmerparty, Zimmergefolgschaft. Zimmerparty. Zimmergruppe. Ich habe wirklich alles benutzt, außer Zimmerleute. Ich habe einfach Zimmerer noch reingeschrieben. Ich dachte ja. So, ja, das ist es safe, aber... Zimmermann. Nein, also da muss ich wirklich sagen, diese Gender-Scheiße nimmt überhand. Ja, wenn ich, ja. Quiz, wenn ich bei so einem Quiz einen Punkt verliere, deswegen, ja, dann kann's ja, dann geht's zu weit. Richtig. Ja. Ja, voll. So ZimmermännerInnen. Also hier, go Vogue and still. Ich habe 20. Go Vogue mit Quizzes. Ich habe 21. Das ist die deutsche Sprache, die das so haben wir das früher nicht gesagt. Sag nochmal, wie viel habt ihr? 20. 21. 19. Brücki? 19. Oh, ich habe auch 20. Ja, dann ist doch easy. Lumi kriegt 3 Punkte. Let's go, Lumi. Let's go. Nächste Quiz ist berühmte Deutsche. Das ist doch schon wieder Krise. Oh, da sind wir dabei, oder? Das Walla sind wir dabei. Krise. Ich kenne keine Deutsche. Okay, ich werde mich so hart, blamieren. Okay. Oh mein Gott. Let's go. Ja, Chat, nicht gemein sein. Ihr wisst, ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Kronleuchter. Aber ein paar Sachen weiß ich, wie zum Beispiel, dass das hier Einstein ist. Merkel. Ritt der Walküren. Bach. Brandenburgs Konzerte. Ja, easy oder was? Lol. Beethoven meinte ich auch eigentlich. Oh, Mondscheinsonate. Ja, klar. Ich gucke gar nicht auf die Fragen. Ich gehe einfach in meinem Kopf durch, welche bekannten deutschen Leute es gibt. Einen Namen werde ich auslassen, außer die Frage steht drin. Schiller. Okay, perfekt. Warum ist Mozart nicht da? Ach, Mozart ist gar nicht Deutscher. Ich bin dumm. Boah, die ganzen Könige, kommen die vor? Friedrich der Große. Jochen Weinsteiger. Gewinnerin von 22 Grand Slams. Anna. Lena. Lena. Meyer. Landtrut. Erfinder des Buchdruckes. Autor von Faust. Scheiße, wie heißen der nochmal? Das weiß man doch. TV-Model bekannt. Okay, erstmal Heidi Klum. Papst Johannes. Josef Ratzinger, Benedikt, Ratzinger, also hier, na, Ratzinger hätte man zählen können. Bismarck, der eiserne Kanzler, Gott ist tot, Nietzsche. Vater der Raketenwaffen. Oppenheimer ist ein deutscher Name, oder war der auch Deutscher? Niemals, ne? Nein. Gewinner von 20 Grand Slams. Boris Becker ist, der hat niemals 20 Grand Slams gewonnen. Sind Grand Slams Tennis? Schon, ne? Luther, wer ist Luther? Der berüchtigste Deutsche der Geschichte in Österreich geboren ist, okay. Autor von Die Blechtrommel. Keine Ahnung, Kaiser während des Ersten Weltkrieges. Friedrich? Siebenfacher Formel-1-Champion. Michael Schumacher. Wüstenfuchs-General im Zweiten Weltkrieg. Und gerne die protestantische Reformation. Luther. Mondscheinsonate. Beethoven. TV-Model bekannt aus Germany's Next Topmodel. Heidi Klum. Wie schreibt man die? Weiß es jemand? Klump? Klum? Klamm? Oh, ich habe Heide geschrieben. Heidi. Klum. Perfekt. Wüstenfuchs, General im Zweiten Weltkrieg. Oh, Rummel. Formel 1 Champion. Schumacher. Kanzler Westdeutschland wieder aufbaute. Ich habe den gleich.
Adenauer, Kaiser des Erdes Weltkriegs, Kaiser Friedrich. Autor von Faust, Goethe, TV-Model, bekannt aus Germany's Next Topmodel, ihr, fuck, wie heißt sie? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, komm ich noch drauf. Vater der Raketenwaffen, Oppenheimer. Braun, Werner von Braun. Rommel war der General, der berüchtigste Deutsche der Geschichte. Wow. Ich will es nicht eingeben, aber I guess. Philosoph, der sagte, Gott ist tot. Boah, deutsche große Philosophen. Ich komme auf Namen, aber ich komme gerade auf keine deutschen Namen. Der Papst. Was ist ein deutscher Name für einen Papst? Ich war sogar mal in der Küche. Eigentlich. Vater der Raketenwaffen. Ja, da hört es dann auch auf. Philosoph, der sagte, Gott ist tot. Lumenti. Das Kapital. Eiserner Kanzler, der Deutschland vereinigte. Oder ist es wahrscheinlich nicht, ne? Papst Franziskus. Hä? Papst Franziskus. Hieß der nicht Papst Franziskus? Der war doch auch aus Bayern. Wir sind Papst, stand dann da. Wie hieß der denn? Hieß der nicht Papst Benedikt? Ah, Ritter Walküren, Junge. Deutsche Literatur und ich sind keine Freunde. Ich sag, wie es ist. Autor von Die Blechtrommel. Erwin Kästner. Schade. Autor von Faust. Goethe. Goethe. Bach, ja, noch ein Ding. Philosoph, der sagte, Gott ist tot. Kant. Das Kapital. Nietzsche. Erfinder des Buchdrucks. Gutenberg. Gewinnerin von 22 Grand Slams. Claudia Fischer. Nee, hier, wie heißt die Tennisspielerin? Komme ich gleich drauf zurück. Begann die, hier, L-U-T-H-E-R. Luther. Martin Luther. Brandenburgische Konzerte. Der berüchtigste Deutsche der Geschichte in Österreich geboren. Hitler? Boah, ich bin so schlecht mit Namen, ne? Ich bin froh, dass ich schon so viel habe. So, die ersten, die ich durchgegangen bin. Mondscheinsonate. Der Name sagt mir auch irgendwas. Das müsste ich auch wissen. Wen hatten wir denn vorhin? Wir hatten vorhin Beethoven. Perfekt. Im Ersten Weltkrieg. Wisst ihr, wie lange das her ist, seit ich den in der Schule hatte? Da wurde mein ganzes Geschichtswissen vom Ersten Weltkrieg wurde von Game of Thrones Politikswissen verdrängt. Ich kann euch sagen, wer der erste König der Andalen und der ersten Menschen? Es war Aegon fucking Targaryen, der Eroberer. Ach Mann, ey. Aber wer war denn der Kaiser während des Ersten Weltkriegs? Der hatte keine Drachen. I don't give a shit. Der berüchtigste Deutsche der Geschichte in Österreich geboren. Ja, gut, das kriegt man wohl auch noch zusammen. Erfinder des Buchdrucks. Bruder, warum fällt mir der fucking Buchdruck nicht ein? Da komme ich 100 Pro noch drauf. Ich habe gerade TV-Modell, Germany's Next Topmodel und Buchdruck. Muss ich haben. Wie heißt sie denn nochmal? Ja, Steffi Graf. War Tennis. Ich bin dumm. Erfinder des Buchdruckes. Gutenberg. Ha. Also, Kanzler der Deutschland Vereinigte. Zählt Bismarck. Papst. Johannes Paul. Der Zweite. Du kleines Arschloch. Wie heißt denn der wirklich? Weiß ich nicht. Ist aber nicht Johannes Paul II. Vielleicht, ne? Benedikt. So. TV-Modell, du kannst es, Heidi Klum. Erfinder des Buchdrucks müsste ich auch wissen, weil das eine so eine Datenzahl war, die wir damals auf unserem Merkblatt in Geschichte hatten, wann der Buchdruck kam. Gutenberg oder so? Haha. Nicht zu überwechseln mit dem, der betrogen hat oder so bei irgendeiner Arbeit. Hieß der nicht auch so? Aber die ganzen Kanzler- und Kaisernamen, die wusste ich mal, aber ich komme da nicht drauf, wenn ich nicht so den Anfangsbuchstaben im Kopf habe. Nochmal ein Friedrich? Wilhelm? Oder so? Nee. Park, wie heißt denn hier Germany's Next Topmodel? Wie heißt denn die Frau? Klum. Einfach ein paar Namen eingeben. Fischer, Schiffer, Strauß, Leibniz. 22 Grand Slams. Deutscher. Peter ist doch Schweizer, no? Safe. Grand Slams ist doch Tennis. Ach, Gewinnerin. Hier, Boris Becker und die Frau. Wie heißt die Frau? Nicht Barbara Salisch, sondern Steffi Graf. So. Das Kapital. War Karl Marx deutsch? Ja, war er. Gut zu wissen. Richard Wagner hätte ich wissen können. Papst Benedikt hätte ich wissen können. Otto von Bismarck hätte ich wissen müssen. Friedrich Nietzsche. Den Namen kenne ich, hätte ich nicht einem Deutschen zugeordnet, aber gibt Sinn. Werner von Braun, wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Steffi Graf, wäre ich niemals drauf gekommen. Ich kenne den Namen, aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass sie, also ich weiß nicht, was Grand Slams sind. Wilhelm der Zweite, ach so, ja klar, Konrad Adenauer, ach mein Gott, okay. Ja gut, das hätte man vielleicht wissen können. Johannes Gutenberg, Friedrich Nietzsche, Karl Marx, okay, Richard Wagner.
Ja, kennt man alle die Namen, aber was soll ich sagen, ne? Ja, also ich hätte alles, man hätte alles haben können. Günter Grass wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Den Rest hätte man vielleicht noch kriegen können, so, aber ich bin zufrieden, okay? Okay, ich sag jetzt die Zahlen. Brücki hat 17, Lumi hat 18, Leska 20. Ja, knapp, ich habe 10. Perfekt. Also ich muss sagen, das hier war viel, viel schlimmer als das Allgemeinwissensquiz. Mhm. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich habe die ersten 6 oder 7 Sachen gegessen, indem ich einfach nur deutsche Namen eingetragen habe, ohne die Frage zu lesen. Smart eigentlich. Wie viel hast du denn, Bart? 13 tatsächlich. Finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe 3, also ich habe mehr Sachen nicht, aber 3 davon könnte ich auch an einem guten Tag, hätte ich dir auch aufgeschrieben. Wahrscheinlich schon, ja. Das habe ich auch gesagt. Okay, also ich bin ehrlich, das Einzige, wo ich sage, den hätte ich nie im Leben gehabt, war Günter Grass. Geht schon gut los. Na gut, dann mache ich. Trommel, ja, nee, ich habe 16, Brücki. Ich habe 16. Okay, ich habe 17. Ja, das war, da dachte ich mir direkt so, das wird Brücki-Ding sein. Wer von uns ist jetzt hier linksgrün versifft, Brücki? Ich bin linksgrün versifft. Ja. Und ich finde Gendern toll. Ich habe zum Beispiel Steffi Graf sehr gerne eingetragen. Ja, du hast hier Filmsongs, den Films. Ah, okay. Genau. Okay, easy. Filmsongs dem Film zuordnen. Da kann ich vielleicht auch noch einen Punkt holen. Da freue ich mich. Legen wir los und muss ich rausfinden, Filmsongs den Film zuordnen. Okay, klar. Wir haben bestimmt Dirty Dancing, Footloose, okay, ist nicht dabei, schade, ich weiß vielleicht auch nicht, wie man es schreibt. I Will Follow Him, ja, Bittersweet Symphony, Bittersweet Symphony, Butterfly Effect? Nee, was ist denn Bittersweet Symphony gleich nochmal? Ich hab so das Musikvideo voll im Kopf. Und das ist das Problem, ich glaube, ich kenne die, wenn ich die höre. Und dann kann ich die vielleicht auch einem Film zuordnen, aber was ich nicht kann ist, den Namen lesen, dann sagen, jo, das gehört dazu. Das ist Robinson. Weiß ich nicht. Arabische Nächte ist Aladdin, ne? Aladdin. Mrs. Robinson, Doremi. Somewhere over the rainbow. Eye of the Tiger. Ist es nicht Rocky? Time Rap, Golden Eye. Irgendwas davon ist bestimmt auch James Bond, oder? Ja. I Will Always Love You. And I Bodyguard. Never Ending Story, My Heart Will Go On. My Heart Will Titanic. Titanic. Arielle. It's Under the Sea. You'll Be in My Heart ist Tarzan. You'll be in my heart. Eminem war das 8 Mile. Ja, Lose Yourself 8 Mile. Let It Go ist Frozen. Let It Go. Frozen. Hallo? Hat Frozen noch einen anderen Teil vom Titel? You're the one that I want. Na 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 na. You are all that I need. All together. You're the one that I want. Eye of the Tiger. Das ist Karate Kid vielleicht. Rocky? Golden Eye. Das heißt nicht auch der Film Golden Eye sogar? Wie heißt der noch? Der super Geheimagent. 007. James Bond. Let it go. Lass jetzt los. Frozen. Die Eiskönigin. Lose Yourself. Eminem. Keine Ahnung. Green Mile. 8 Mile. Green Mile ist was anderes, ne? Ups. It'll be my heart. Under the Sea, Ariel. You'll be in my heart, Tarzan. Under the Sea ist Ariel. So, Time Warp. Ich hab keine Ahnung, Alter. Do, re, mi, somewhere over the rainbow. Ja, kennt man halt, aber in welchem Film war das? You're the one that I want, Bittersweet Symphony, I will follow him. Ja, gut, das war's dann auch, ne? Die unendliche Geschichte kann ich schreiben. GoldenEye ist, wie heißt denn nochmal dieser Spy? James Bond. Eye of the Tiger war Rocky, oder? Ja. Let it go, let it go. I'm holding back anymore. Let it go, let it go. Heißt das nicht Frozen? Film nicht gesehen. Ellie oder Ella? König der Löwen ist bestimmt auch immer so Musical-Dinger. Nein? Under the Sea, unten im Meer. Das Boot ist so ein Klassiker, nein. Mulan oder so vielleicht irgendwo. Oder Brave, Moana, Aladdin. Ah, hier, Arabian Nights, Aladdin, okay. Mrs. Robinson. Was war denn Bittersweet Symphony gleich nochmal? Keine Ahnung, Matrix. Somewhere Over the Rainbow. Wo wird denn Somewhere Over the Rainbow benutzt? Könnte doch in allen möglichen Filmen vorkommen, oder nicht? Harry Potter. Doremi. Keine Ahnung. Der Zauberer von Oz. Oh my fucking Gott, ich bin einfach hoffentlich nicht Letzte nach diesem Quiz. Doremi, die wunderbare Welt der Amelie vielleicht? Auch nicht.
sind denn noch so alte Filme, Leute? Unchained Melody, Bittersweet Symphony. Oh, was ist mit... Schreibt man das so? Ja, Time Warp ist Rocky Horror Picture Show. Bro, das, also da sind Sachen, aber ich würde die gern hören. Ich glaube, wenn ich die hören würde, wäre das leichter. What a Feeling kenne ich den Song. Yeah, The One and the One kenne ich auch den Song. Aber ansonsten, Mrs. Robinson ist von Mrs. Robinson? Nope. Could have been. I don't know. Zurück in die Zukunft. Ist auch so ein Ding, das könnte einfach dran denken, oder nicht? Die meisten Filme haben ja auch eigene Songs mittlerweile, ne? I will always love you. Ooh, I will always love you. Na 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 na. I will always love you. Kein Plan. Was ist das? Mrs. Robinson. Tarzan. Oh! Ah ja, You'll Be My Heart. Ist hier nicht Bill Collins oder so? Tarzan, Never Ending Story, Dirty Dancing, Aladdin, Interstellar, Gladiator, Bittersweet Symphony. Ich hab da nur das Musikvideo im Kopf, wo also die Straße lang geht die ganze Zeit. Breakfast Club, Harry and Sally, Harry, heißt das nicht so, Harry and Sally? Keine Ahnung. Was habe ich sonst noch gesehen, wo ich sage, das sind Stücke, die mit Musik zu tun haben und irgendwie krass sind. Die Schöne und das Biest. War ein Musical. Was habe ich sonst noch gesehen? Sister Act. Perfekt. Sister Act. Natürlich. So Dirty Dancing war das Erste, was einfällt. Ich finde es krass, dass Footloose nicht dabei ist. Aber es wäre dann wahrscheinlich Footloose gewesen, ein bisschen zu sehen. Grease. Könnte es noch sein. Grease. What a feeling. Da-dum, da-dum, da-dum. It's believing. Da-dum, da-dum, da-dum. Das ist, also es sind ziemlich viele ab, also es sind ganz schön nette Songs, oder nicht? Boah, welche alten Filme gibt's denn noch? Mrs. Robinson, Never Ending Story, Unendliche Geschichte, maybe? Ja, gut. Einfach auf Deutsch übersetzen, Time Warp, Zeitreise. Hatte ich schon eingegeben, ich wollte es nochmal testen. Ist irgendwas davon vielleicht Twilight? Ja, hätte ich auch erkannt, to be honest. You're the one that I want. Na, 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 na. Never Ending Story. Das würde ja sehr passen, wenn es die unendliche Geschichte wäre, ne? Oh mein Gott. Wie heißt denn nochmal Frozen? Das heißt doch Frozen, oder nicht? Der Film, es ist Disneys Frozen. Jetzt im Kino. Und da ist eine blonde Alte, die rutscht den Berg runter und singt Let it go, let it go. Eiskönigin. Oh mein Gott, geil. Titanic haben wir, dann haben wir GoldenEye, hier James Bond, GoldenEye, ups. Wie hieß denn Time Warp, wie hieß denn der scheiß Film nochmal? Mir fällt er nicht mehr ein. Horror Show, wie hieß das denn nochmal? Rocky Picture Horror Show oder so? Nee, irgendwas, mir fällt, ach Mann, die Scheiße nicht mehr ein, so was soll ich denn sagen? Lose Yourself. Da, da, da. Könnte ein Michael Jackson Ding sein. Was ist denn mit Kevin allein zu Hause? Das ist auch so ein... Was ist denn mit Arielle? Oh mein Gott! Fällt mir noch ein Disney-Film ein? Scheiße. Sister Act, Eiskalte Engel, Grease, Flash Dance, Ghost, Nachricht von Sam, Die Reifeprüfung, Sound of Music, Der Zauberer von Oz. Das habe ich schon mal gehört. 8 Mile. Ach, das ist doch der Eminem-Film. Tarzan. You'll be in my heart. Rocky Horror Picture Show. Ja, Ghost, Nachricht von Sam, Reifeprüfung, Sound of Music, Zauberer von Oz, das hätte ich alles in 1000 Jahren nicht gehabt. Neverending Story, die unendliche Geschichte, hätte man vielleicht darauf kommen können. Nee, also alles, was ich gewusst habe, habe ich eingetragen. Und der Rest, Grease. Keine Ahnung, Mann. Kenne ich nicht. Das sagt mir alles gar nichts. Also, habe ich alles nicht geguckt. Ich bin nicht so Altfilm-Konnoisseur, muss ich sagen. Ich habe 13 von 20. Nein! Du hast 13 von 20. Oh Mann! Ich bin halt alles durchgegangen, was ich so an krassen Filmen und Musicals und so kenne, die irgendwie so bekannte Songs haben.
Ich habe 9. Also Brücki hat 8, kriegt 0 Punkte, ich krieg 1, Lumi kriegt 2 und Bart kriegt 3. Das letzte Quiz Hallo. Ist, damit Brücki pünktlich zu Fußball kommt. Bilder die nach Buchstabe C. Laufen mich da schon ein, ne? Also. Es ist immer das Ende. Es sind quasi alles, was ihr da seht, fängt mit dem Buchstaben C an. Und ihr müsst drauf. Ah, okay. Machen wir, kriegen wir hin. Viel Erfolg. Und merkt richtig, ich quizze mittlerweile so viel und ich habe auch so auf TikTok halt auch so eine Quiz-Page und sowas, also so eine Quiz-For-You-Page, wo ganz oft so Quizzes und sowas kommen, dass ich das Gefühl habe, dass ich in so random Quizzes mittlerweile echt okay geworden bin. So. Celsius. C ist kein Buchstabe, den ich gerne nutze. Canyon, Curling, Coyote. Was ist das denn? Cello, Champagner, Caesar, Canyon, Churros. Caesar. Curry, Croissants. Lass mich verarschen. Wie schreibt man ein Croissant? Dann haben wir unten Chamäleon. Chamäleon. So. Dann haben wir Croissant. So. Chips. Canyon ist da rechts. Ups. Cowboy, Curling, Continental, nee, schade. Champagner, Cello, Cello, so rum. Chamäleon, Croissant. Ich dachte, so schreibt man das. Croissant, ja, Chips. Curlies. Schade. Ich dachte, das sind Curly Fries. Das hier. Wir haben ein Cello. Weiß aber nicht, wie man das schreibt offensichtlich. So. Champagner. Was ist das hier? Curling ist das oben, ne? Das ist kein Canyon. Cowboy. Oh, es geht um den Typen im Vordergrund. Cowboy. Ach, wie heißen die Teile nochmal? Also Chips kriege ich noch hin. Classics. Nein. Chaplin. Was ist das da unten? Das sieht irgendwie so nach Classic aus, oder? Classics. Jetzt. Eine Chamäleon. Ein Cello, Champagner. Was ist denn das hier? Cumin? Scheiße, wie heißt das hier? Curry. Hä? Was ist das? Was ist das? Oh, das ist dieses Zeugs, was man auf dem Eis spielt, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist halt, ja, was ist das? Wer ist sie? Keine Ahnung, Mann. Das hier ist Saffron? Nee. Currypulver. Churro. Marie. Wie schreibt man denn Curry? Curry hier. Chamäleon, oder? Chamäleon, ja. Das hier ist dieses neue Game, Helldivers 2. Das ist auf jeden Fall Helldivers 2. Das ist das galaktische Imperium. Boah, das rechts könnte ein Chor sein? Nee. Ich habe bei dem Engel, musste ich irgendwie an Chöre denken oder so, aber ist auch nicht Chöre, ne? Ja. Marie Curie. Wie schreibt man die? Ich weiß es nicht. Es tut mir so leid. Ah, Curie. Perfekt. Caesar haben wir auch. Caesare. Die sind so scary jedes Mal. Eine C, eine Christuskind-Statue. Christkind. Nein, aber Christ ist schon nicht schlecht, oder nicht? Christengel. Und du kleines Arschloch. Christ ist, glaube ich, gut. Croissant. Na gut, wie du willst. Mann, wie schreibt man Croissant, Leute? Croissant. Aha, mit Ui. Croissant? Wie schreibt man denn Croissant? Croissant. Hä, wie schreibt man denn Croissant? Wie zum Fick schreibt man Croissant? Croissant. Ich bin dumm. Was ist das hier? Sieht mal aus wie so gebackene Nudeln. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Kennt ihr das, wenn ihr so... Ich weiß nicht, wie ihr denkt und wie ihr überlegt, aber ich überlege sehr visuell. Und ich bin so, okay, wo habe ich das gesehen? Das stand mal auf dem Tisch. Ich war mit irgendjemandem essen. Und dann überlege ich so, okay, wer war das? Was hat die Person gesagt? Dann versuche ich so Stück für Stück diese Szene in meinem Kopf aufzubauen. Ich glaube, es ist... Boah, ich weiß nicht, wie man schreibt. Churros. Selbst die Cayman Islands... werden mit K geschrieben, ne? Conference Club. Was weiß ich? Colorado. Nein. Boah, das ist aber echt schwer. Ich habe, glaube ich, noch selten so wenig gehabt. Christkindchen.
Arschloch. Mann, du bist einfach wirklich eine dumme Sau. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Chain. Was soll das hier sein? Was ist das hier? Sieht aus wie der Pate oder so, aber... Was weiß ich, Mann. Wie heißt das hier denn nochmal? Dann poliert man da auch das Eis immer noch so schön dahinter. Ach, Mann. Das ist auch nicht Cricket. Scheiße. Korb, Movie, keine Ahnung. Das hier, da werde ich nicht drauf kommen. Das ist nicht drin für mich. Das Logo hier habe ich auch einfach gar keinen Plan. Ich will einfach nochmal kontinental schreiben. Commonwealth, oh, ups. Stimmt, ja. Commonwealth of Nations. Casablanca, ja. Ein Cherub, ein Cowboy, natürlich. Oder? Jetzt, wo ihr es sagt, klar, das da hinten, das, was 90% des Bildes einnimmt, das ist ein Cowboy. Das ist doch easy. Commonwealth, okay. Stark. Churros, disgusting. Casablanca, ja. Ja, nee, C war nicht mein Buchstabe. Commonwealth und Casablanca. Casablanca wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Commonwealth kenne ich, aber wäre ich auch nicht drauf gekommen. Solide, ey. 13 von 16? Fucking strong. Und genau die am unbekanntesten sind, nicht gekannt. Cowboy, halt dein Maul. Curling. Casablanca. Na gut, da wäre ich nicht drauf gekommen. Curie. Ach so. Commonwealth. Ich habe keine Ahnung, was Commonwealth ist. Also ich finde, da hätte man den Cowboy auch ruhig noch ein bisschen mehr in Szene setzen können. Hallo. Hallo. Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Hallo. Dies ist der Anrufbeantworter von Max. Bitte hinterlass eine Nachricht nach dem Signalton. Junge, wenn ich Max wäre, würde ich das ja sowas von benutzen. Ich würde gerne wissen, wer den Cowboy hat. Ich habe den. Ernsthaft? Ich hab den auch. Ja. 90% von diesem Kackbild zeigen auf einen Kackberg und eine scheiß Landschaft. Und unten rechts steht schon ein ganz kleiner Mann mit rotem Hemd und ihr sagt Cowboy, ja. Ich habe auch gerade gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass der Cowboy so das Bild ein bisschen mehr einnimmt und nicht nur so klein unten in der Ecke ist. Ich hab Kenny angegeben und dann kam erstmal das rechts. So. Ja, ich auch. Same. Okay, ich fange gerne an. Kurz und schmerzlos. Ich habe 11. Ich habe 10. Ich habe 14. Ah, ich habe 13. Commonwealth, keine Chance. Und Casablanca, keine Chance. Commonwealth hätte ich drauf kommen können, aber Casablanca niemals. Wir haben reingequizt und sind zu einem Ergebnis gekommen am Ende. Auf dem 4. Platz, aber trotzdem natürlich keine schlechte Leistung. Ist Lumenti mit 9 Punkten. Hä, bin ich nicht auf dem 3. Platz? Nee, auf dem 4. Ja. Auf dem zweiten und dritter geteilt ist ja Brücki und... Nee, Nee, du bist auf dem 3. Platz. Ja, dann bist du auf dem 3. Platz, Lumi. Na, du bist auf dem Treppchen. Yeah, let's go! Bart und Brücki teilen sich den 2. Platz dann und ich bin der schlauste Mensch der Welt der Woche mit 23 Punkten. Ja. Juhu! Ja. Der dümmste Mensch der Welt der Woche. Aber abgesehen von den Punkten hat es sehr viel Spaß mit euch gemacht, muss ich sagen. Ich fand es auch mega. Super, aber Fußball läuft und ich wünsche euch noch einen super Abend. Ja, Brücki, ich hoffe, viel Spaß, ne? Ich hoffe, deine Mannschaft gewinnt, Brücki. Wir sehen uns nächste Woche. Das wird richtig spannend.